Wollt ihr euch schon mal dem nächsten loszuwenden? Start Nummer 4. Ja, dann bleibt noch eine Überraschung. Ja, nein, kann nicht stimmen. Wir kommen zu einer Poetin, die ebenfalls letztes Mal schon dabei war. Macht bitte Lärm für Luana Rothner! Hallo, ich habe mir überlegt, was ich heute sagen möchte und bin zum Schluss gekommen, dass ich einfach ein bisschen sprachlos bin manchmal und darum geht es in meinem Text. Ich habe einfach nichts mehr zu sagen. Meine Worte sind kleine Handgranaten, sie kleben an meinem Gaumen fest. Mein Mund macht auf und zu und du starrst mich an. Ich glaube nicht, dass du verstehst, was du zwischen meinen Atemzügen liest. Das sind alles Lügen, aber ich kann mich nicht erklären. Es tut mir leid, ich habe heute keine Komödie für dich. Denn ich habe beschlossen, nun einfach stumm zu sein, meine Stimme zu verkaufen. Tu nicht so, als hättest du so viel Wert auf sie gelegt. Hättest du mir vorher richtig zugehört, würde ich jetzt nicht hier stehen. Mein Kopf ist schon wieder ganz woanders. Mir geht es in der Ferne besser. Hab lieber fremde Sprachen um mich herum, als meine eigene von anderen verdreht in meinen Mund gelegt. Das hast du jetzt absichtlich so gesagt. Früher war ich nicht so, da lag mehr Gewicht in meinen Worten, da war alles noch so viel mehr wert. Ich weiß nicht mehr, wie Atmen geht, hab vergessen, wie sich meine Lunge ausdehnt, habe ich denn das Recht auf Feder oder Mikro in der Hand? Wenn ich jetzt 5 Minuten dastehe und nur ein Wort in den Raum stelle, dann hätte ich viel zu viel gesagt. Ich würde es einfach in den Raum schubsen, es stünde ganz nackt da und würde euch anstarren. Nicht sicher, ob man es überhaupt sehen kann, ob sein Schreien nicht doch ein Flüstern war. Hätte die Arme um sich geschlungen, sodass ich keine Interpretation an ihm festhalten kann. Und würde ohne Lächeln all das sagen, wozu ich keinen Mut habe. Ich habe doch immer viel zu viel gesagt, ich bin jetzt einfach leer. Wortketten halten meine Lippen zusammen, du solltest dich eigentlich freuen. Ich habe unsere Schreibmaschinengeschichten schon so satt. Hörst du? Hörst doch mal zu. Wir tänzeln auf unseren Weisheitswagen hin und her. Wir wollen eine ganze Welt in ein paar Sätzen sagen. Wenn ich jetzt etwas stiller wäre, wären meine Wasser dann tiefer? Ich möchte endlich schreien können, möchte dir und mir ein bisschen Frieden gönnen. Der Kloß in meinem Hals ist ein ganzes Wörterbuch. Ich habe mich selbst noch nicht entschieden, habe alle Optionen so gut es ging gemieden und vom Sonnenlicht der Scheinwerfer auf meiner Haut geträumt. Und jetzt bin ich wieder da. Das Fieber hält noch meine Glieder fest, hält den Wortschwall noch in Schach. Vielleicht macht ja die Ehrlichkeit meinen Mund auf, damit ich meine Gedanken in einem Meer aus Sätzen ertränken kann, um sie wieder auf der Haut zu tragen, sodass ein jeder Gedankenzug einem Gesichtszug gleicht. Hörst du noch zu? Was? Ja, sicherlich. Dankeschön. Luana Rothner ist heute unsere Startnummer 4. Und zum vierten Mal darf sich die Jury jetzt überlegen, welche Wertung sie vergibt. In Führung ist Clara Spring mit 27,5 Punkten. Vor Lilly Leitmann mit 24,1 und Ann-Christine Thienemann mit 23,4 Punkten. Das ist der Stand vor der Wertung für Luana Rothner. Die wir nachdem wir runtergezählt haben, ganz bestimmt gleich bekommen. Also bitteschön, 3, 2, 1. Okay, wir beginnen mit einer 7,5. Okay, löst keine Begeisterung aus, wird aber auch gestrichen, also für alle Leute, die können jetzt tief durchatmen. Es geht auf die 8,4. Wir haben eine weitere 8,4. Wir springen auf die 8,5. Und jetzt springen wir richtig auf die 9,5.
Und das ergibt 25,3 Punkte. Und ich höre nochmal euren Applaus für Luana Rothner.